Willkommen zurück zu einem weiteren Infovideo. Die Tage kommt noch eins, es kommen Infovideos ohne Ende zur Zeit. Ah. Ja, ihr könnt am Titel schon ablesen, es geht heute um Unfälle. Und zu diesem Thema habe ich auch dabei Zero. Guten Der Übergang Tag. war irgendwie nicht so schön. Nein. Dass ich die. Zum Stichwort Unfälle hätte ich ja noch sagen können, so wie wir beide. Ja, deswegen, so in die Richtung war ja die Überleitung. Das war ja gerade das Problem. Ich wusste nicht, ob ich schon reden darf. Ich werde ja sonst immer angeschrieben. Ja, wirst du. Gut, Zero ist jetzt zum zweiten Mal im Infovideo dabei, weil das hier kommt vor dem ersten Info. Vielleicht kommt es auch zeitgleich zum ersten Infovideo. Weiß ich noch nicht. Kommt auf jeden Fall irgendwann. Richtig. Gut, worum geht's heute? Genau, Unfälle. Was ist der Grund, dass ich dieses Infovideo bringe? Ja, der Weil Wolf. du tot sein könntest. Genau, der Wolf hat Scheiße gebaut. Der Und Wolf zwar hat. mitten auf dem Fahrersitz. Da liegt jetzt so ein großer brauner Haufen. Das ist widerlich, er kann sich halt nicht beherrschen. Nein. Doch. Ja, folgendes. Ich habe es schon mal im Pokémon Trading Card Game erwähnt, glaube ich. Ich hatte schon mal einen Autounfall. Das war damals wirklich auf dem Weg zu Zero. Ja, und ich war schuld. Nee, du warst nicht schuld. Habe ich mich nicht vor dein Auto geschmissen? Nee. Oder habe ich das nur geträumt? Okay. Jemand anders hat sich vor mein Auto geschmissen. Ein Auto. Ja, also was passiert öfters? Aber ist nichts weiter passiert. Mir nicht und dem anderen Fahrer auch nicht. Und Ja, und? Entschuldigung. Auf jeden Fall, ich habe da schon mal einen Autounfall gehabt. Das war der Tag, an dem mein Xbox Gamepad ankam. Nur mal so zur Erinnerung. Ah, stimmt. Und das war wirklich der Tag. Und ja, ich hatte einen Unfall, ist nichts Schlimmes passiert. Heute hatte ich wieder einen. Im Gegensatz zum letzten Mal lag es nicht daran, dass ein anderer Fahrer beteiligt war und ziemlich doof gefahren ist. Nein, diesmal lag es an etwas anderem. An Und einer zwar Leitplanke. Und einem etwas Taxi. und einem Wolf. Ja, das stimmt. Also folgendes ist passiert. Ich, schön gerade wegen Muttertag bei meiner Mutter gewesen, Strauß Blumen abgegeben, so einen kleinen, gerade auf dem Heimweg. Und das Problem war, ich musste heute wieder zurück in meine Wohnung und war schon etwas spät dran und dachte, okay, ich überhole nicht so gerne, muss ich dazu sagen. Weil das nicht kann. Doch, ich kann's. Ich kann eigentlich Oh, sogar sehr gut okay. überholen. Ich kann sogar gut Autos umfahren. Okay, aber. Ich habe sogar mal, das darf man gar nicht sagen, ich bin sehr risikoreich meine Freundin mal zum Bahnhof gefahren, weil ich wusste, wo die Blitzer stehen und es war eine Situation, in der man sagen muss, so fährst du nie. Also das war schon wirklich risikoreich und ich kann risikoreich fahren. Ich fahre nicht schlecht. Aber das Problem war, ich war halt spät dran, ich musste überholen. So, jetzt wollte ich auf die linke Spur rüber. Dann kam von hinten ein Taxi angeschossen, also wirklich recht schnell. Habe ich gedacht, okay, lässt du das Taxi noch durch, weil so schnell kommst du jetzt nicht auf die Geschwindigkeit. Okay, ich wollte wieder rechts rüberfahren, hab aber scheinbar irgendwie zu hart eingeschlenkt, vor Schreck wahrscheinlich, und hab die Kontrolle verloren, bin dann so leicht in Schlangenlinien gefahren, bin dann gegen die Leitplanke gekommen und dann in den Abhang. War kein Und tiefer Abhang. Ich konnte auch wieder hochfahren. dann lag er da mit 10 gebrochenen Rippen und einem ausgerissenen Bein. So hat sich meine Mutter das vorgestellt, als sie die Unfallstelle gesehen hat. Weil, klar, ich saß da, ich habe als erstes meine Mutter angerufen. Du komm mal vorbei. Ich habe kein Handy dabei, weil es haben zum Glück drei Autos gegangen. Bevor ich zum Stehen gekommen bin, haben die schon auf dem Standstreifen gestanden, um zu gucken, ob es mir gut geht. Fand ich sehr sozial von denen. Mir ist natürlich wie immer nichts passiert, aber. Abgesehen von den abgenagten Armen, den er sich ausreißen musste, weil er eingeklemmt war, um zu überleben. Getrunken hat er Wasser vom Regen und ein gelegentliches Eichhörnchen, was mal vorbeikam. Das habe Bis ich die getrunken. Rettungssanitäter da sind. Nein, das hast du gegessen. Ach so. Und getrunken halt Wasser vom Regen, so, bis die Sanitäter endlich eintrafen und dich gefunden haben. In dieser tiefen Klippe. Die Klippe war nicht tief. Und klar, das Auto hätte sich überschlagen können und meine Mutter, als sie das gesehen hat, oh Gott, du könntest tot sein. Also mich wundert das. Wisst ihr, was ich abgekriegt habe?
Ich habe kleiner als ein Muttermal eine kleine kreisförmige Abschürfung an meinem am Knöchel meines rechten Zeigefingers. Und Und das hat sich entzündet und jetzt hat er eine Blutvergiftung. ach Quatsch, das Ding blutet nicht mal. Und ich habe an meinem linken Oberarm einen blauen Fleck. Das ist mir von diesem tödlichen Unfall passiert. Mein Vater war nicht so begeistert, weil es war sein Auto. Hast du Ärger bekommen? Nicht so viel. Schade. Ich meine, jeder, der Auto fährt, hat schon mal entweder von einem Bekannten einen Unfall miterlebt oder selber einen gebaut. Es kann immer mal passieren. Das war halt jetzt gerade irgendwie eine blöde Situation. Man soll halt immer vorsichtig fahren und vielleicht habe ich mich irgendwie hinreißen lassen, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall kommt es nie wieder vor, dass ich so eine Scheiße baue. Na, das werden wir noch sehen. Du kennst mich, ich fahre normal nicht wirklich rasant. Ja, aber jetzt, wo du Blut geleckt hast, willst du die volle Dröhnung. Aber ich bin doch nicht mal rasant gefahren heute. Das ist ja Das sagst der du Witz. aber. Wenn ich rasant fahre, passiert mir nichts. Dann hättest du mal noch rasanter fahren Ja, sollen. Wäre noch weniger passiert. hätt ich wirklich machen sollen. Hätte ich nämlich gesagt, scheiß auf das Taxi, ich trete aufs Gas, dann wäre das nicht passiert. Aber nein, er musste ja auf Nummer sicher gehen. Ja, sorry, ich hatte keinen Bock, dass mir das Taxi hinten reinfährt. Und ich war mir nicht sicher, ob ich schnell genug beschleunigen kann oder ob er schnell genug bremst. Tja, im Zweifelsfall einfach Gas geben. Ja, es hat mir nicht geholfen, aber hey, ich lebe, mir ist nichts passiert und das Auto hat einen Blechschaden, das kriegt man wieder hin. Genau. Muss mein Vater Aber halt mehr nein. Versicherung blechen. Deinen Schaden kriegt man nicht wieder hin. Ja, mein Schaden, den ich im Kopf habe, den. Also nicht, dass ich jetzt ein Trauma habe oder so. Nee. Nein, er ist von Natur aus so Ja, durchgeknallt. ich bin von Natur aus so. Aber Leute, bester Tipp, den ich euch geben kann, falls ihr mal einen Autounfall habt. Erstens ruft eure Mutter an. Es hilft, weil die kann euch dann zurück in eure Wohnung fahren und dann kommt ihr nicht zu spät, weil man immer noch trotz Unfall anderthalbstündig im Warten auf die Polizei, weil sie sich verfahren hat, dazu komme ich gleich noch, immer noch fast pünktlich zu Hause ist. Das ist klar. Deswegen, liebe Kinder, Baut Unfälle. kümmert euch gut um eure Eltern. Ach so. Nein, die sollen sich gut um die Eltern kümmern, damit die auch kommen. Ja, stimmt. Nee, das war aber ja mit dem Dings ein bisschen doof mit der Polizei. Weil ich habe denen die Unfallstelle beschrieben und der Polizist, der da am Telefon war, der hat scheinbar nicht richtig zugehört und hat die eine Ausfahrt weitergeschickt. Das bedeutet, die haben eine Ausfahrt weiter hinten gesucht, aber nicht bei mir. Und haben mich dementsprechend nicht gefunden. Das ist richtig kacke. Wir haben 1,5 Stunden auf die Polizei gewartet, aber deswegen hat der Polizist eine kleine Ausnahme gemacht und hat dann gesagt, ja gut, eigentlich müssten wir hier den Schaden am Grün, den müssten wir eigentlich schon melden, aber weil sie 1,5 Stunden gewartet haben. Zero, bitte misch dich erst wieder ein, wenn deine Verbindung geht. Also wenn meine Verbindung wieder geht, mein Internet ist mal wieder schlecht, weil ich bin wieder in meiner Wohnung. Aber ja, Klingt schon mal gut an. deswegen musste ich das Grün, also das, wo ich den Hang darunter bin, da kriege ich keine Rechnung von, sondern nur von der Leitplanke, die ich da halt ein bisschen demoliert habe. Die habe ich nicht wirklich demoliert, ich bin wirklich sehr sanft dran vorbeigeschliffen. Deswegen wird es nicht teuer. Das ist mein Das ist einziges eigentlich Glück. sehr teuer. Ja gut, für die Versicherung halt. Ich bin ja Vollkasko versichert. Und das heißt, Ich krieg's bezahlt, aber dafür steigt der Betrag, den mein Vater zahlen muss. das ist doof. Und das Problem ist halt, mein Vater, was den halt richtig nervt, ist, ich habe ja vor über einem. Wie lange ist das jetzt her? Was? Mein letzter Unfall, damals als ich zu dir gefahren bin. Irgendwann Mitte letzten Jahres? Ein Länger. Jahr, vielleicht noch mehr? Das muss mehr als ein Jahr her sein, weil überleg mal, damals habe ich doch noch nicht Let's Played. Und wann, warte mal, wohin bist du da hier? Na, nee, nee, nicht hierher gefahren, ne? Nee, da hast du noch in deiner alten Wohnung gelebt. Genau, das war dann auf jeden Fall, ja, das muss min, also das müsste spätestens August gewesen sein, aber ich glaube, das war viel früher. Das war viel früher, weil überleg mal, ich habe meinen Let's Play-Kanal am 3.3. letzten Jahres eröffnet. Dann war das vielleicht schon noch 2013?
Ich weiß nicht, aber es könnte auch Januar oder so gewesen sein. Irgendwie da, glaube ich. Ja, so in dem Dreh auf jeden Fall ist das passiert. Und ja, da ist schon der Versicherungsbeitrag hochgegangen. Das Problem war, dass mein Bruder, das ist so lustig, 2 Monate vorher das erste Auto demoliert hat. Oh, Versicherungsbeitrag hoch, das hat erstes dann hat er Auto sich nicht kaputt, gefreut. mein Vater neues Auto. Also neues gebrauchtes Auto. Und ich das Auto kaputt gemacht. Jetzt das Auto schon wieder kaputt gemacht. Mein Vater, der ist. Der Arme. Ja, der tut mir echt leid. Es tut mir auch leid. Also ich habe das ja nicht gerade mit Absicht gemacht. Tja, zwei Söhne sind halt nicht einfach. Ja, Leute, schafft euch keine Kinder an. Bringt nur Unglück. Und kaputte Autos. Stimmt. Was? Ich verstehe gerade kein Wort, aber gut, jetzt nochmal bitte. Gut, die Verbindung ist wieder scheiße. Ja, jetzt kannst du wieder reden. Was? So, ja. War gerade irgendwie kacke. Ja, ich darf im Hintergrund keine Internetseiten aufrufen, das verträgt mein Internet nicht. Was machst du denn auch? Du machst hier ein Video. Ja, ich bitte um Nicht Verzeihung. viel. So, also was wolltest du sagen? Was, weiß ich nicht mehr. Egal. Sicherlich nichts Relevantes. Also Leute, keine Kinder zulegen. Genau. Ja, wie sollten die das auch machen? Die wissen ja nicht, wie es geht, weil du dich weigerst, sie aufzuklären. Das können wir immer noch in einem Livestream machen. Na gut. Das wäre als fünfte Option für das 250 Abonnenten-Special. Die kommt im Livestream mit Aufklärung. drin. Okay, wählt alle den Livestream, damit ich endlich mal aufklären kann, die Jugend von heute. Okay, und ja, wie gesagt, also ihr braucht euch keine Sorgen machen, die Videos kommen weiterhin. Mir geht's gut, ich habe wie gesagt nur einen Kratzer und einen blauen Fleck. Und meine Mutter hat einen Schock, weil sie, als sie, ich meine, sie hat mich gesehen, mir ging's gut. Und dann hat sie noch gemeint, oh Gott. So sind Mütter halt. Jetzt spannend. So sind Mütter halt. Machen Ja, so sich immer sind sie. Sorgen. Na, schlechte Mitte nicht. Ja, aber meine Mutter ist keine schlechte Mutter. Aber wenn es einem nervt, dass die Mütter sich immer Sorgen machen, dann könnte man sagen, schlechte Mütter sind gute Mütter. Ja. Aber nee, ich bin ganz froh, dass ich meine Mutter habe. Meine Mutter, die ist cool und. Also zum Muttertag nochmal alles Gute, es tut mir leid. Genau, und ihr grüßt auch schon eure Mütter zum Muttertag. Eure Mütter, die finde ich auch gut. Die machen sehr, sehr gute Comedy. Ja, okay, die könnt ihr auch grüßen, aber Zum Muttertag grüße ich eure Mütter. hip, hurra! Okay, aber gut, das wäre es dann soweit. Also Leute, wenn ihr fahrt, vorsichtig. Ach so, ja, was ich noch sagen wollte. Oh Gott, du hast mich jetzt völlig aus dem Konzept gebracht. Kein Geschehen. Ganz der Tipp, den ich euch eigentlich schon vor Minuten geben wollte, wenn ihr mal wirklich einen Autounfall haben solltet, sollte es wirklich so weit kommen, dass ihr einen Unfall baut. Und das Oder einen Auto. Führerschein bekommt. Das ist nicht schlimm. Aber das Auto ist noch fahrtüchtig. Fahrt heim. Also nicht Fahrerflucht begehen oder so. Davon rate ich euch ab. Ruft die Polizei und wenn alles geklärt ist und das Auto wirklich nicht abgeschleppt werden muss, müsst fahrt heim. Warum ich euch das sage, ganz einfach. Beim ersten Mal, als ich meinen ersten Unfall hatte, bin ich danach noch zu Zero gefahren und bin danach noch heimgefahren. Also, das ist nämlich schlecht, weil. Es wird wahrscheinlich dazu kommen, dass wie bei mir hat mein Schwager angerufen, ob er mich denn abholen soll, ob es mir gut geht, was denn los ist, ob ich es noch schaffe zu fahren. Mein Bruder hat angerufen, meine Schwester hat zum Glück nicht angerufen, aber wie gesagt, ihr Mann. Warum erzählst du denn auch jedem, dass du Ich einen habe Unfall nur hatte? meinen Vater angerufen. Siehst du, da, siehst du, also nein, dann musst du den Leuten sagen, nicht fahrt heim, sondern ruft nicht eure Eltern an. Doch, das ist wichtig, weil man braucht ja meistens die Versicherung. Es sei denn, man ist das eigene Auto. Ja, aber ja, und warum ich euch sage, dass ihr dringend heimfahren sollt oder halt woanders hinfahren, ganz einfach. Das Problem ist, viele Leute haben nach einem Autounfall Angst zu fahren. Aber solange ihr noch unter Schock steht, habt ihr keine Angst. Dann seid ihr cool drauf. Und dann seid ihr nicht cool drauf, aber dann könnt ihr zumindest noch fahren oder so, bevor der Schock wirklich trifft, weil der braucht ja immer einen Moment.
Und das Problem bei, wenn man Angst vor dem Autofahren hat, ist, dass man dass man denkt, das letzte Mal hatte ich einen Unfall. Was ist, wenn das jetzt wieder passiert? So, jetzt fahrt ihr aber zwischendurch heim und da denkt ihr, ja, das vorletzte Mal ist was passiert, aber das letzte Mal ist ja eigentlich nichts passiert. Dann fährt man voll cool. Und dann hat man so eine kleine Rückabsicherung und kriegt keine Angst vor dem Fahren. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man dann trotzdem dran bleibt, weil mein Bruder zum Beispiel hatte wirklich nach seinem Unfall eine Zeit lang Angst zu fahren. Weil der hatte auch einen etwas schwereren Unfall als ich jetzt meine beiden, muss man dazu sagen. Also das Auto hat einen schwereren Schaden. Aber Leute, es ist halt ganz wichtig, dass ihr wirklich dran bleibt, weil so seid ihr besser dran. So könnt ihr auch weiterhin fahren und so lasst ihr euch nicht entmutigen. Da könnte ich zu dem Thema eigentlich eine passende Bettgeschichte erzählen. Und wie lange geht denn die Aufnahme schon? 16 Minuten. Leon, Zero. Ach, die kennen deinen Vornamen eh seit Dino Stimmt. Heart. Ist die Geschichte lang? Sie ist nicht jugendfrei. Dann nicht. Gut, Leute, lasst uns ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben. Schreibt was Nettes zu meinem Unfall. Und ich sage Tschüss und bis dann, euer Wolf.